Mein Name ist Schwester Petra Kappius. Ich bin Franziskanerin von Reutte und lebe seit jetzt 10 Jahren hier in Brasilien im Nordosten. Der Nordosten von Brasilien ist relativ arm und unsere Stadt hier heißt Araré. Es ist eine 30.000 Einwohnerstadt und von daher ganz überschaubar. Eine Gemeinde und ja, unsere Arbeit ist mehr in der Gemeinde. Und wir haben ein kleines Projekt, das wir betreuen mit Kindern, die Nachhilfe bekommen und auch sonstige Hilfen fürs Leben. Ja, ich lebe hier mit einer Mitschwester aus Indonesien und wir sind jetzt in dieser Situation der Corona-Krise. Und das noch zu einer Zeit, die Ostern ist, das natürlich für uns als Ordensschwestern schon auch immer ein besonderer Moment ist und eine besondere Situation. Und natürlich vermissen wir die Gottesdienste, vermissen einfach diese Liebesbesuche und das Miteinander, das man in der Gemeinde dann auch spürt. Ja.